Also brennt ein Reisebus unter irgendwie in einem Gebäude. Und dann kamen nicht 10, nicht 20, das waren Hunderte. Hunderte Jugendliche aus allen Richtungen, hier überall an diesem ganzen Platz. Und die Steine und Flaschen flogen in Unmengen auf uns und Knaller, Böller. Es sind Jugendliche wirklich aus der Menge rausgerannt in unsere Richtung, um auf Augenhöhe, um auf wirklich Gesichtshöhe auf uns zu schießen. Ja? Und dann haben sie ihre Schüsse abgegeben, gezielt und sind wieder zurück in den Mob verschwunden. Ich nenne das Kind beim Namen. Die Leute, die auf uns geschmissen haben, diese ganzen Böller und die Knaller und Flaschen, das waren keine Linksautonomen irgendwie, die ein Problem mit dem System haben. Das waren junge Heranwachsende. Größtenteils mit Migrationshintergrund. Und das sage ich selber, obwohl ich einen Migrationshintergrund habe. Mein ganzes Leben lang kämpfe ich schon gegen irgendwelche Vorurteile an. Aber was soll ich denn da noch sagen? Wir mussten tatsächlich als Feuerwehr, das habe ich noch nie erlebt, wir mussten das Feuer Feuer sein lassen. Wir haben unsere Sachen gepackt, haben die Sachen beiseite geschoben und sind weitergefahren. Und auch das macht was mit einem. Ein einfaches Böllerverbot geht doch völlig am Problem vorbei. Was haben denn Böller mit Eisenstangen und mit solchen Fallen, mit solchen niederträchtigen Fallen, wie wir es hier erlebt haben, zu tun? Gar nichts. Bodycam ist eine Maßnahme, Dashcams, dass man im Grunde solche Einsatzstellensituationen einfach auch dokumentieren kann, gerichtssicher dokumentieren kann. Aber es gehört einfach auch dazu, dass man etwas schneller durchgreift in diesen Situationen. Also es geht wirklich jeden Berliner Bürger etwas an, weil am Ende, wie er gesagt, es brennt woanders der Hausflur, da sind Kinder in Gefahr, da sind Familien in Gefahr und wir können dort nicht hin und die sind sich ihrer Tragweite gar nicht bewusst, was sie hier angerichtet haben.